Früh am Morgen an Bord der Ocean Majesty von Hansa Touristik. Und wir drehen unser erstes 360-Grad-Video. Die Sonne hat sich so früh leider noch nicht durch die Wolken gekämpft. Wir befinden uns auf dem Sonnendeck mit Blick auf den Pool. Wie man sieht, ist noch nicht viel los, aber dann läuft uns auch keiner vor der Linse rum und versperrt uns die Sicht. Am Pool wird noch ein bisschen sauber gemacht, damit alles glänzt, wenn die Gäste kommen. Nun sind wir ein Deck tiefer auf Deck 7. Hier befindet sich der Pool und ein Whirlpool sowie zwei Duschen. Das an den Seiten weiterführende Deck 8 darüber dient als Dach und so gibt es auf beiden Seiten viele wind- und regengeschützte Plätze im Freien. Hinter dem Pool gibt es aber auch viele Plätze unter freiem Himmel, die bei sonnigem Wetter natürlich sehr beliebt sind. Schwenkt man in die andere Richtung, so liegt rechts die Kaffeebar und links ist die Buffetstation. Das Buffet ist noch gar nicht eröffnet, wir sind heute ein bisschen früh dran. In der Hansa Show Lounge, dem Theater der Ocean Majesty, findet die Abendunterhaltung statt. Shows, Theater, Comedy und Kabarett stehen auf dem Programm. Tagsüber werden hier auch immer wieder interessante Vorträge angeboten. Das ist das à la carte Hauptrestaurant, in dem Sie mittags und abends leckere, wie ich selbst erfahren durfte, Gerichte aus der Menükarte wählen können. Zu beiden Mahlzeiten ist auch bereits ein Viertel Liter Tischwein und Tafelwasser inklusive. Und wir werfen mal einen Blick in eine der 8 Balkonkabinen an Bord. Die liegen auf dem obersten Deck 8 und verfügen über ein Doppelbett, eine Sitzecke, eine Minibar und natürlich den wirklich geräumigen Balkon. Sehr gemütlich und freundlich eingerichtet und schön finde ich die nette Aufmerksamkeit mit dem Obstteller und dem Teller mit Pralinen und Kuchen. Den Rand des Tellers ziert ein herzlich willkommen in Schokoladenschrift. Da es nur 8 Balkonkabinen gibt, bitte frühzeitig reservieren, sonst sind die ausgebucht. Direkt vor den Balkonkabinen auf Deck 8 befindet sich die Observation Lounge. Der perfekte Ort, wo Sie den Blick in die Ferne schweifen lassen können und man serviert Ihnen gern ein leckeres Getränk von der Bar. Hier geht es in der Regel etwas ruhiger zu und man kann auch sehr gut ein Buch oder eine Zeitung lesen. Hier findet auch das Nachtcafé auf See statt. Das sind wechselnde Vorträge und Gesprächsrunden, tagsüber oder abends mit kundigen Lektoren. Die Majestic Lounge auf Deck 5 ist größer als die Observation Lounge und so ein bisschen der Mittelpunkt und Treffpunkt des Schiffes. Auch hier gibt es eine Bar für Heiß- und Kaltgetränke. Am Nachmittag findet hier der Afternoon Tea mit einem großen Kuchenbuffet statt. Hier trifft man sich, sitzt gemütlich beisammen und lauscht der Pianomusik.